Gregor Schulz! Guten Abend, Wolfsburg. Ich habe ein paar Haiku mitgebracht und dann noch ein paar kurze Texte. Blätter fallen schon, am Nachmittag noch Sonne, der Grill im Schuppen. Zweites, im Springbrunnen still plätschern drei Plastikenten, nicht von der Stelle. Und das Dritte, Sandkastenliebe, diese Form, ich liebte dich, bist fett geworden. Ja, so ist das eben. Der nächste Text, da kommt ein Fremdwort drin vor. Man soll die ja immer nicht vorher erklären, weil das schickt sich nicht. So ist also ein Text für die Intellektuellen. Alle anderen können ja einfach weghören. Als die Wissenschaftler einen menschlichen Zellkern mit der Eizelle einer Kuh verschmolzen. Das war der Titel. Die Inauguration der Seele bei einem Biss in den Apfel. Die Inauguration der Seele bei einem Schlag auf den Hinterkopf des Bruders. Die Inauguration der Seele für 30 Silbermünzen. Die Inauguration der Seele in der Dosenwurst, der Tiefkühlkost, in Tütensuppen und Tomatenmark, in den Maschinen und Hintermännern und der exzellenten Hirnmasse von verliebten Wissenschaftlern. Die Inauguration der Seele von zwei Teenagern, die sich zum ersten Mal küssen und im Hintergrund läuft im Radio ein Bericht von der Verschmelzung zweier Zellen, Mensch und Kuh. Die Inauguration der Seele ist abgeschlossen. Die Inauguration der Seele ist nicht umkehrbar. Die Inauguration der Seele ist unwiederbringlich verloren. So, kommen wir gleich zum dritten Text. Ist immer die Frage, wie man sozialisiert ist, also wo hat man seine Kindheit her? Und da kommen dann wahrscheinlich auch häufig Witze oder Bezüge her, wo man dann nicht weiß, verstehen das die anderen. Ich glaube aber, im Publikum sitzt die richtige Generation. Wie Frank Zappa mit heruntergelassener Hose vornüber gebeugt auf dem Klo sitzt, in jede WG scheißt und genau dich anglotzt. Das war der Titel. Verantwortlichkeit, ja, Verantwortlichkeit, genau, und Revolution, unbedingt Revolution, stimmt man, echt man, muss mal passieren, Mann. Wir könnten denen was erzählen, aber die Alten wollen ja nicht. Die Jugendlichen haben die Macht, aber die wissen das nicht. Die sind nur Konsumenten, kaufen, kaufen, kaufen. Und dann springen sie ohne Kondom ins Bett und die große Sexrevolution rollt über das Land. Muss man denen mal klar machen, was das heißt. Wären wir alle enthaltsam, dann wäre klar, wer die Macht in Händen hält. Wir und nur wir. Es gäbe diese Politik nicht mehr, weil kein mehr diesen Mist wählt. Ich meine, lasst uns mal Inventur machen und nachdenken. Wirklich nachdenken. Von Vietnam nach Jugoslawien, Irak und Georgien, die afrikanische Kleinkriegskrämerei und auch Syrien aktuell mal nicht mitgerechnet. Und das sind nur die letzten Jahre. Das würde es doch alles nicht geben ohne uns, wenn wir nicht mitmachen würden. Scheiße, Mann, das klingt viel zu einfach. Nein, sowas lässt sich nicht machen, auf keinen Fall, ist totaler Blödsinn. Erst schreien sie alle Wirtschaftswunder, Gogo, Golf und G-Punkt, und dann merkt keiner, dass wir schon 15 Jahre lang 3 Millionen Arbeitslose mit uns herumschleppen? Toll, wirklich toll. Wer verarscht denn da wen? Klar, jede Mode aus Happy Burger Country wird nachgeturnt. Rock'n'Roll, Beat, Hip-Hop, Shareholder-Value und Heuschreckeneintopf. Wir haben die Wiedervereinigung und den Euro und Politiker, die korrupte Banken mit Milliarden, ja Milliarden, stützen und uns weismachen wollen, dass alles seine Richtigkeit hat, wenn Otto Normalverbraucher sich die Brötchen nicht mehr leisten kann. Nein, wir haben keine Fehler gemacht. Das war das System, das System. Wieder einmal. Heute habe ich erst die Daten, die ich gestern nicht hatte. Ja klar, Mann, wenn ich gestern die Daten von heute hätte, dann kann ich das auch allein. Wofür seid ihr eigentlich da, wenn ihr nicht mal das Wetter von morgen in den Griff bekommt? Erst haben wir für die Karteikästen gelebt und jetzt für die Computer. Wann leben wir denn für unsere Frauen, unsere Männer, für die Kinder und den Nachbarn? Backen Käsekuchen und setzen uns zum Grillen zusammen, anstatt auf PowerPoint-Präsentationen zu onanieren und Diagramme auf Excel-Dateien zu zaubern, die kein Mensch wirklich braucht. Das System, das System. Ja, wenn das so ist. Geld, Geld, Geld. Wer redet denn immer nur von Geld?
Ideen muss man haben. Herzlich willkommen im lila Launeland. Herzlich willkommen in Deutschland. Land der Mauer ohne Mauer. Deutschland, Land der Ideen. Das Land der Dichter und Denker, Richter und Henker. Ideen. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Ideen. Das Land der Arbeiter und Asozialen. Mehr Ideen. Reimstab und Stabreim. Ich fall da nicht mehr drauf rein. Der Pfennig ist verschwunden und entgegen aller Beteuerungen ist die Wirtschaft nicht zusammengebrochen. Und gelogen und betrogen wird seitdem die Primaten Hämorrhoiden haben. Man muss nur eine Sekunde zu spät kommen und das Essen ist angebrannt. Aber jetzt muss ich erstmal auf Toilette. Und wenn ich dann richtig schön am Drücken bin, seid ihr am Drücker. Ich schaue von der Kloschüssel auf die Toilettentür und frage euch, was glotzt ihr denn so blöd? Dankeschön und tschüss.